Spezielle Narkosen erfordern spezielles Wissen des Anästhesisten. Zum Beispiel Narkosen für eine Kernspintomographie. Die Rolle des Anästhesisten gerade bei diesen Eingriffen besteht eben nicht nur darin, eine Narkose zu machen, sodass der Patient schläft, sondern er ist der Garant dafür, dass die wichtigsten Organfunktionen, die Lebenserhaltung weiter funktioniert, dass Atmung ungestört funktioniert, dass der Herz-Kreislauf-Funktion normal weiterarbeitet, sodass der Patient während der Untersuchung keinen Schaden erleidet. Während die Kollegen den Patienten ausführlich untersuchen können, überwacht der Anästhesist den Patienten und gibt ihm bei Bedarf auch Medikamente. Typische Indikationen für eine Kernspin- oder auch Magnetresonanztomographie mit Narkose sind in der Kardiologie die MRT-Untersuchung des Herzens, in der Traumatologie zum Beispiel die Darstellung von Gehirn und Rückenmark und in der Onkologie die Suche nach Tumoren. Besonders hilfreich sind MRT-Untersuchungen in Narkose auch bei Kindern, zum Beispiel um einen Herzfehler zu diagnostizieren. Die kommen sehr, sehr oft auch ins MRT, weil gerade die angeborenen Herzfehler, wenn das noch Säuglinge sind, also Kinder in den ersten Lebensmonaten, da ist noch sehr wenig über den bestehenden Herzfehler bekannt. Und da ist die MRT-Untersuchung eine extrem gute Untersuchung, um wirklich ins Herz reinzugucken, um festzustellen, was das Kind hat. Für Narkosen in besonderen Bereichen wie Herzkatheterlabor oder MRT bietet Löwenstein Medical mit dem Leon MRI ein spezielles Narkosegerät an. Es ist MRT-kompatibel, weil beim Bau einerseits spezielle Materialien verwendet, andererseits aber auch auf störende Materialien verzichtet wurde. Durch seine Abschirmung ist der Leon MRI für Narkosen in der Choangiographie mit sensiblen Strömen und bei der Kernspintomographie mit starken Magnetfeldern besonders geeignet. Der Leon MRI wurde speziell für den Einsatz im MRT-Umfeld mit Feldstärken von bis zu 40 Millitesla entwickelt. Ein Betrieb an 1,5 Tesla und 3,5 Tesla MRT-Systemen ist gewährleistet. Darüber hinaus sorgt die integrierte Gasmessung des Leon MRI dafür, dass dem Patienten nur so viel Narkosegas verabreicht wird wie nötig. Der Neomode garantiert den immer passenden Fluss von Narkosegas, Sauerstoff und Luft auch bei Säuglingen und Kindern. Der Touchscreen und die intuitive Menüführung ermöglichen eine schnelle und sichere Bedienung. Ausgereifte Technik und das Können des Anästhesisten garantieren, dass Untersuchungen in Narkose im Herzkatheterlabor und im MRT reibungslos und sicher ablaufen können. Wichtig sind eine ausführliche Vorbereitung, eine gute Planung der Abläufe, ein ruhiges Arbeiten und eine sichere Reaktion auf unvorhersehbare Ereignisse. In der Regel bei den überwiegenden Eingriffen oder Untersuchungen ist dann auch noch eine Schwester oder ein zweiter Arzt im Untersuchungsraum, also im MRT-Raum mit drin, um gegebenenfalls auch sofort manuell Zugriff auf den Patienten zu haben und einzugreifen. Damit das möglichst selten notwendig ist, wird der Patient natürlich entsprechend gelagert, gesichert, alle Schläuche doppelt und dreifach abgesichert, sodass da keine mechanische Beeinträchtigung stattfinden kann. Und alle anderen Funktionen des Patienten, die Beatmung, Herz-Kreislauf-Funktion, werden durch eine entsprechende Verkabelung so intensiv überwacht, wie das der Grunderkrankung des Patienten entsprechend notwendig ist. Besser ist auch für solche besonderen Narkosen einen erfahrenen Anästhesisten einzusetzen. Bei unseren Patienten gut ja, weil unsere Patienten alle irgendwelche gravierenden Herz-Kreislauf-Probleme und Erkrankungen haben. Und die erfordern schon jemanden, der sich genau mit diesen Herzerkrankungen auskennt, um halt auch unterwegs auftretende Probleme rechtzeitig erkennen und dann auch adäquat behandeln zu können. Der Patient im MRT hat die Untersuchung gut überstanden. Der Untersucher hatte beste Arbeitsbedingungen, der Anästhesist durch den Leon MRI eine große Unterstützung und der Patient eine sichere Narkose.